Guten Abend, Tanzmedis. Heute bin ich Andrea. Heute ist Freitag und ja, es sind jetzt drei Tage Freitagabend. Und ja, ich wollte mit euch über einen bestimmten Charakter sprechen, und zwar aus der einer Weihnachtsgeschichte, und zwar den Ebenezer Scrooge. Wir werden nie wie Ebenezer Scrooge, denn er ist geizig, ist gegenüber seinen Menschen sehr unfreundlich, eiskalt, ist ein Sparfuchs, der, also extrem geizig, gibt. Und der hat zwar ein erfolgreiches Unternehmen, das Unternehmen, das ist aber, ja, das ist verstaubt, da sind Spinnenweben und er gibt wenig Geld für sich selbst aus, der trägt noch Kleider, die 100 Jahre sind. Ja, und was ist für dich insgesamt jetzt? Also wenn du Mitmenschen begegnest, begegne ihnen offen, ehrlich, wie ich auch, und denk mal, das magst du ja auch. Denn wenn du Menschen offen und ehrlich begegnest, dann kannst du auch Freunde gewinnen und auch Leute kennenlernen. Und dich, wenn du halt dich so wie ihm so gut verhalten würdest, dann würdest du bis zum Lebensende halt alleine da sitzen. Keine Frau haben und keine Kinder und kein Freundeskreis, kein großer Bekanntenkreis. Dann würdest du halt einfach nur deine Mücken zählen und ja, da, das wär's dann auch. Und ja, außer Geld hast du dann nichts. Zur Vorwahl leben kannst, würden sich auch der Geister der vergangenen, dann der aktuellen und der zukünftigen Weihnacht besuchen. Und das willst du ja nicht, oder? Das heißt, bleib so, wie du bist und vernichtst du eben das Coach, weil eben das Coach, der ist einfach, ja, also positiv ist, der ist, durch den Besuch der drei Weihnachtsgeister und durch seinen ehemaligen Kompagnon geändert. Der Kompagnon, der ist halt vor 7 Jahren gestorben und der ist dann halt, hat ihn dann auch 7 Jahre später dann besucht als Geist und hat ihm gezeigt, dass halt er eine Kette Gietfried geschmiedet hat und die hat ihn umschlossen und er hat halt, statt sich für den Mitmensch einzusetzen, auf Liebe und so und halt die Welt besser zu machen etc., er sich dann entschieden hat, nur Geld zu raffen, und das kann auch nicht das Ziel sein, dass man nur Geld rafft, sondern mit dem Geld, falls man viel Geld verdient, soll man auch investieren und das Menschenleben verbessern, das Leben der Menschen verbessern. Ja, wenn ich irgendwo in der Zukunft, vielleicht so in 5 Jahren oder so, halt auch bis in 5 Jahren halt auch sehr gutes Einkommen habe, hoffe ich mal, dass ich wieder anders auch verdient habe, würde ich auch halt das auch Teil meines Einkommens halt auch spenden und auch helfen und so und auch vielleicht Events veranstalten. Mal gucken, ich bin jetzt noch am Anfang, noch weit entfernt von meinem Ziel. Und Fakt jetzt halt, also geht offen auf Menschen zu und seid ehrlich und ja, und wenn euch die, und falls ihr, also falls ihr mit, also wenn ihr jemand ehrlich begegnet und dann hofft ihr auch, dass der oder diejenige auch ehrlich ist, dann soll das Gegenteil sein. Dass halt die oder diejenige unehrlich ist, da würde ich überlegen, die oder den zu belangen, halt sich zu abschieden von dem und sozusagen die Freundschaft zu beenden oder was immer mit dem dieser oder diejenige Person halt hat, halt sich zu trennen, weil unehrliche Menschen braucht man im Leben nicht, weil die gibt es noch und die können sich andere unehrliche Menschen suchen. Ich habe leider auch schon unehrliche Menschen im Leben gehabt und hier und da auch, glaube ich, immer noch, und zu denen habe ich nicht so viel Kontakt. Und ich finde halt auch, wenn man ehrlich und offen mit Menschen umgeht, dann erwartet man das auch vom Gegenteil, auch von seinen Mitmenschen. Ja, und ja, und werdet nicht so wie sehr gut, weil ihr wollt ja nicht alt, geizig, eisig kalt und gefühlskalt werden. Ihr wollt ja auch nicht da landen, dass ihr, wenn ihr 87 seid und auf dem Bett liegt, da wollt ihr auch nicht, dass ihr Leben zurückblickt und sagt, oh, außer Geld habe ich nichts erreicht. Oh, toll, schön, ja. Ihr möchtet ja nicht auf dem Stellwert bedauern, dass ihr da nichts erreicht habt, außer nur Geld zu scheffeln. Und also mein Ziel ist nicht, Geld zu scheffeln. Also mein Ziel ist halt, mit meinem Glück zu machen. Ich will am nächsten Jahr Tabata machen und auch mit meinem. Ich bin ja hauptberuflich Texter, ich habe ein Schreibbüro, da schreibe ich Texte und ich möchte Firmen glücklich machen. Mache ich ja auch.
meine Texte kommen gut an. Und ich habe ja auch einen Shirt-Shop und das wird auch, wenn ich jetzt neue Designs einbaue, halt mache, dann mit neuen Sprüchen und sowas, dann wird das Shop schon durchstarten. Und jetzt die Veröffentlichung meiner Geschichte, das ist eine Dystopie, die wird sich jetzt auf Januar verschieben, weil das Cover, was ich jetzt habe gestalten lassen, das gefällt mir nicht so wirklich. Und das wird sich auf Januar verschieben. Und jetzt sage ich mal, was ich wieder gefallen habe, hoch, was ich darunter, und ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt fit, tanzt fit und was auch immer ihr wollt. Und haltet euren Zielen fest, seid tapfer. Wenn ihr einen Stein im Weg kriegt, wie steigt auf den Stein, guckt euch um und geht den Weg weiter. Ein Weg, der wirklich frei ist, den geht ihr einfach. Lasst den Stein den links liegen. Falls der Stein so groß ist, geht drumherum und findet auch einen Weg. So, das mache ich auch. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ganz wichtig, bleibt fit.